Okay, Ben. Ja. Ich denke gleich, ich wisse, ob du etwas täuscht, als dich an deine Pennsylvania-Deutsche Wurzeln gemahnt. Ja, als ich ein Bu war, als ich jung war, war das ganz normal. Ich habe nie, ich habe keine Gedanken darüber gemacht. Es gab viele Leute in der Nähe, die auch Deutsch sind oder waren. Und ja, es gab immer Wade zu heben, die meine Oma zu, oder mein Gram gesagt hat. Zum Beispiel, mehr ist besser, als mir am Essen wurde. Oder so immer selbster Weg. So selbe Dinge waren immer normal. Ich habe keine Gedanken gemacht. Deutsch zu sein hat nichts gemeint in dieser Zeit. Aber dann, wenn ich älter geworden bin und in die Schule gegangen mit anderen Leuten und so, und ja, dann war es ein bisschen anders, weil in unserer Schule, es war in Rosetto, Pennsylvania, alle die Leute da waren italienisch, amerikanisch. Und ich war eins von vielleicht drei Leute, die nicht italienisch waren. So dann hat es ein, ja, ich habe sehr viele gehabt, als ich etwas ganz spezifisch war, diese Gruppe war etwas ganz spezifisch in den USA, weil die italienische, amerikanische Leute haben ihre eigene Kultur, es war ganz anders von meins. Mhm. Und so dann wollte ich alles lernen über meine Kultur. Ich habe meine Gram gefragt, was bedeutet eigentlich selbster Weg, wie buchstabiert man das, und sie hat auch keine Ahnung gehabt, weil es war auch für sie ganz normal. Und ja, jetzt muss ich sagen, oder so, dass Deutsch zu sein meint für mich amerikanisch zu sein. Es gibt diese Kultur nur da in unserer Region. Die Sprache vielleicht gibt es ja in Ohio und ich meine Deutschland und so. Aber ja, weiß ich nicht. Es ist etwas Besonderes, und wir haben unser eigenes Essen, wir haben unseren eigenen Spruch. Es ist wie wenn man trifft andere Leute, die auch Deutsch sind. Es ist ein cooles Gefühl, wenn man die Sprache schwätzen kann und sowas. Aber ja, weiß ich nicht, es ist wer ich bin und denk nicht tiefer. Wo hast du und wann hast du Deutsch gelernt? Ja, es war just vor ein paar Jahren eigentlich, weil als ich 16 Jahre alt war oder so, ich habe gewollt Deutsch zu lernen. Aber in selber Zeit, es gab kein Info, wo ich gehen könnte oder ich gehen kann oder auf dem Internet gab es keine Videos, ich könnte keinen Bicker finden, das zu lernen. So, zuerst habe ich Hochdeutsch gelernt und ich habe das versucht. Mhm. Dann bin ich nach Deutschland gegangen, ein bisschen zu wohnen. Und wenn ich zurückgekommen bin, 2010 oder 2011, dann habe ich ein paar Classes gefunden mit der Edward Quinter. Mhm. Und dann habe ich die genommen und ein bisschen Deutsch gelernt. Und also jetzt schwätze ich immer noch eine Mischung von beiden. Aber ich kann Deutsch gut verstehen. Das ist kein Ding. Na, hast du ein Bu? Ja, habe ich ein Bu. Ja. Was passiert? Was happened zu ihm? Aha. Mit dem Spruch.
Was mit der Buchkappen? Ja, ich habe meine Frau in Deutschland getroffen. Und sie ist schwäbisch. Und ja, ein paar Jahre später, oder ein Jahr nach mir Nana getroffen haben, haben wir entschieden zu heiraten. Und wir haben da einen Familienbetrieb, eine Familienbusiness, und es war unmöglich für mich nach Deutschland zu gehen. Und so sie ist hierher gekommen. Und also ich habe ihre Familie zuerst getroffen und ich denke, sie haben mich akzeptiert und alles war okay, weil ich könnte wenigstens ein bisschen von ihrem Dialekt verstehen wegen Deutsch. Zum Beispiel war da wie Grumbeere oder Eddis oder ihre Oma schwätzt nur Dialekt, just Dialekt. Und aber ja, so ein paar Jahre später haben wir ein Buch gekriegt, der Wolfgang heißt. Und mir wohle, dass er Deutsch auch lernt. Vielleicht besser als ich das schwätzen kann. Mhm. Hoffentlich. Mhm. Also, ja. Du warst in Deutschland und hast ausgefunden, wo deine Voreltern beikommen sind. Ja, das war Mutterstadt. Ja, wir haben ein paar Dinge hier gelegt. Zum Beispiel, Sil war das erste Ding, als ich auf Deutsch gelesen habe. Aber in dieser Zeit habe ich keine Ahnung gehabt, als es Deutsch war. Mhm. Ich habe gedacht, dass es Hochdeutsch oder weiß ich nicht, aber das war geschrieben von meiner Grandmam, ihr Grandpap, von langer Zeit her. Also das wurde ja das erste Mal, dass es mich interessiert, diese Sprache zu lernen oder unsere Familie geschickt zu lernen. Das hat es auch angefangen, aber dadurch die Jahre habe ich mehr und mehr Documents und ja, Dinge gelernt über die Familiennormen, wo hier die umgezogen sind, wann sie nach von Deutschland gekommen sind, wann und wo und selbe Frauen, und habe ich endlich alles zusammen gemacht letztes Jahr, bevor wir unsere Familie in Deutschland besucht haben. Und ich habe herausgefunden, dass sie von Mutterstadt gekommen sind. Und das ist in der Nähe von Ludwigshafen und Seelgebiet. Und so, wir haben das besucht letztes Jahr. Es war ganz schön. Kleine Stadt, viele Bauerei um die Stadt. Es gab in der Stadtmitte ein altes Ratshaus. Es gab eine Bäckerei, Apotheke oder Pharmacy zum Beispiel. Mhm. Und das war alles. Aber na, weiß ich, als du Musik machst und Kunst. Ja. Art. Ja. Kannst du etwas von selber erzählen, weil du tust etwas mit Pencil vorne Deutsch. Ja, es ist ganz tief drin eigentlich. Es ist eine Kunst, dass ich, ja, ich bin Maler, und am Anfang habe ich Landschaften und so gemacht. Dann bin ich auf die Richtung Hexsigns und diese Scheuersterne und sowas gegangen, weil ich bin in New York gewohnt, und diese Identität, als ich in New York gewohnt habe, war am stärksten, weil ich war der einzige pennsylvanische Deutscher, als ich gekannt habe in diesem Gebiet. Alle anderen, ich habe viele Franzosen kennengelernt, und alle haben ihr Hintergrund gehabt. Alle sind von irgendwo anders umgezogen. Und ich war Pennsylvania. Und so, das ist raus in meine Kunst gekommen. Mhm. Also ich habe viel Distelfink und ja, ich habe immer noch diese Landschaften gemacht, aber es hat immer diese Heftzeichner und so drin gehabt.
Und dann habe ich auch angefangen mit Deutsch zu lernen. So, ich habe diese Wörter in meine Bilder auch gemalt. Und mit Musik, als ich Deutsch gelernt, ja, als ich angefangen habe, das hat mir geholfen, das zu lernen, weil ich musste hinsitzen und Sätze schreiben. Und ja, in mein Wörterbuch suche, wenn ein Wort fehlt. Oder. Also das hat mir geholfen. Ich habe das seit einer langen Zeit her nicht gemacht, weil es dauert so viel Zeit. Ich brauche so viel Zeit mit meiner Kunst. Ich muss entweder oder machen, weil dann könnte ich meinen ganzen Tag Musik schreiben und malen. So jetzt, ja, wenn es kein Commission ist, male ich immer noch pensophonische deutsche Dinge. Nach mir entscheiden, hier wie drüber. Ja. Zu der 1997. Mhm. Was hat Sel dir geholfen oder was kannst du zu Sel sagen? Sel war der erste Outlet, als ich gefunden habe. Ich habe gewollt, zu sehr Deutsch zu lernen und jahrelang habe ich nichts gefunden. Dann, weiß ich nicht wann, vielleicht war das, als ich immer noch neunjährig war, 2008 oder 2009, dann habe ich Sel Website gefunden. Und in der Zeit, mein Hochdeutsch war okay und so ich empor wurde, könnte ich verstehen. Aber das war der erste, dass ich Deutsch gesehen habe. Außer Selle Bicker und so, meine Oma hat mir ein paar Bicker gegeben, aber diese, ja, wie alles buchstabiert war, auf Hilfe wie Brive war mehr, ich könnte das besser verstehen und so. Mhm. Dann mit der Zeitung, alles was current ist, wer schreibt auf der auf der Dialekt und so. Ich habe selber Leute dann kennengelernt. Ich habe die Normen gesehen, wenn ich bei einem Event bin, zum Beispiel kurze Stelle Volkfest oder Ebbesen bei dieser Freiburger Schule in kurze Stelle. Und ja, man sieht die selbe Leute. Man weiß dann, ja, ich kann Deutsch mit selber Person schwätzen. Ich habe schon ihre Artikel gelesen und so. So, es hilft wirklich, Leute kennenzulernen, die neuesten Dinge in unserem Gebiet zu wissen, dadurch diese Deutsche Lens zum Beispiel. So, es ist mir wirklich wichtig. Dann kann ich auch selbe Zeitung nach Deutschland schicken zu meiner Deutschseite von unserer Familie, meine Frau, ihre Eltern und so. Und ihre Oma freut sich immer, weil sie weiß, dass hier in den USA wenigstens hat ihre Tochter ein bisschen von einem alten Land und so. Mhm. Dialekt. Mhm. Also. Und hast du ein Favorite, wie sagt man, Proverb oder Spruch oder ein Favorite Story in Pennsylvanisch-Deutsch? Ja, ich habe das bei, das ist ein bisschen lang, aber ich habe das bei meiner ersten Grundsalat gehört. Und das war sehr Geschichte, ich mach das Katze, aber sehr Geschichte, wenn selber Mann und seine Frau, sie sind 60 Jahre geheiratet und sie wollen eine Party haben. So, sie haben ihre Freunde eingeladen, die Mannsleute waren am Chor spielen, die Weibsleute waren in der Kirche. Und am Chor spielen hat der Mann seine Freundin gesagt, ja, das ist wunderbar, dass du so lange geheiratet bist. 60 Jahre, das ist wunderbar. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft? Und er hat gesagt, ja, gerade am Anfang habe ich das klar gemacht, wie es geht. Wie meinst du? Ja, ich habe gerade am Anfang, ja, ich meine, wir haben meinen Vater seit Buggy gelehnt. Und ich habe keine Maschinenkarten in der Zeit. Also, wir haben Buggy gelehnt, einen Gau gehabt.
Und nach mir geheirat wurde, sind wir mit dem Buggy gefahren und dem Gaul. Und dem Gaul wollte nicht weitergehen. Er hat gestoppt und ich habe sel Gaul gesagt, selbst das erste Mal. Und nach ein bisschen Zeit ist er gegangen. Wir sind zum Kreuz weggekommen, wollten nicht weitergehen. So ich habe gesagt, selbst das zweite Mal. Meine Frau hat gefragt, wie Mensch, selbst das zweite Mal, selbst das erste Mal. Ich gebe alles oder ähnliche bis drei Chancen. Und selbst alles, drei Chancen im Leben und dann bin ich fertig damit. Okay, und so. Wir sind zum Markt gegangen, ein paar Dinge zu kaufen. Und nach ich ein paar Dinge gekauft habe, bin ich rausgekommen und der Gaul wollte nicht weitergehen. Wieder. So, ich habe meinen Flint geholt von einem Buggy und ich habe selber Gaul geschossen. Selbst das dritte Mal, habe ich gesagt. Und meine Frau hat geschreit: Für was hast du das gemacht? Dieser sehr unschuldige Gaul hat nichts gemacht, er hat einfach nicht weitergegangen, vielleicht wenn du gewartet hast oder etwas. Und ich habe gesagt, und selbst ist der erste Mal. Ja.